Hallo, liebe Camper. Ich möchte euch ja nochmal die Fortsetzung bieten für den Einbau, wo ich am 3. Advent vorgestellt habe. Hier kommt eine 160 Watt Solaranlage drauf. Da bin ich jetzt gerade am Installieren. Ganz wichtig, möchte ich mal ein paar Punkte sagen. Auch hier zum Beispiel, man sieht hier den Unterschied der Fläche. Dementsprechend werden bei uns die Flächen vorher angeschliffen, grundiert, also sprich gereinigt, und danach alle geprimert. Natürlich beidseitig, passiert auch hier auf der Seite, damit dementsprechend die Verbindung auch anständig hält, wenn wir dann den Kleber auftragen. Da kommen wir aber dann später nochmal dazu. Jetzt bin ich gerade dazu, auch die Kabeldurchführung zu machen. Da benutzen wir hier diese massiven Kabeldurchlässe, weil auch da gibt es ja im Netz immer so Warnungen von ein paar YouTubern, die dann sagen, was für ein Schrott viele verbauen. Wobei, ich muss dazu sagen, es ist schon richtig, also die dünnen Dinger, da die Halbrunden, wo dann sehr dünnes Material sind auch nicht wirklich UV-beständig und die sind wirklich mistig. Aber wir sehen hier zum Beispiel, wie stark hier das Material ist, wie massiv diese Kabeldurchführung ist. Auch die Fläche hier wird dann später angeschliffen. Hier haben wir eine saubere Kabeldurchführung, wo dann dementsprechend auf die Durchführung kommt. Zur Durchführung kommen wir hier. Hier haben wir jetzt ein Loch verbohrt, dementsprechend ausgemessen. Auch wir nehmen so eine Buchse, die wir hier verbauen, dementsprechend. Die wird hier schön eingedichtet, sauber, natürlich nur ein bisschen weiter nach unten gesetzt. In etwa so. Warum machen wir das? Das wird dann hier sauber nochmal abgedichtet. Und damit umgehen wir, falls hier mal wirklich irgendwann Kondenswasser, Flüssigkeit, Wasser, irgendwas reinkommen sollte, dass sich das Wasser hier natürlich staut und nicht direkt dann, wenn wir das Loch ohne die Büchse machen, gleich hier durchläuft und reinrauschen kann. Somit machen wir solche eingedichteten Buchsen, wo dann das Kabel hier oben durchgeführt wird und dementsprechend kommt dann die Abdeckung drauf, wird auch nochmal abgedichtet und hier dann die Kabelführung rein und dann können wir davon ausgehen, dass das nicht nur dicht ist, sondern dass das die Dichtigkeit länger hält wie das Fahrzeug selbst. Davon gehe ich ganz stark aus. Wenn das sauber gemacht ist, ist es überhaupt kein Thema. Und Primern, was ist Primern? Ist ganz wichtig, weil wir hier natürlich einen glatten Untergrund haben, der dann dementsprechend angeschliffen wird, angeschliffen, leicht angeraut wird und dann entsprechend gereinigt wird, von Fetten befreit und dann muss man natürlich primern. Das heißt, dass die Verbindung zu dem Material und zu dem Spoiler, der dann da drauf kommt, sauber stattfindet. Jetzt nehme ich euch noch mal kurz mit zu der Platte. Mal kurz runtergehen von der Leiter, weil natürlich auch im Gegenzug die Platte sauber geprimert werden muss und angeschliffen werden muss. Auch dieser Spoiler ist hier sauber angeschliffen, sauber eingeprimert. Das muss dann sauber abtrocknen, dass man drüber langen kann. Und der nächste Schritt ist dann jetzt eben den Kleber aufbringen. Hier haben wir das auch nochmal, ne? Ja, ist jetzt langsam soweit, schön ausgasen das Ganze. Dann wird der Kleber aufgebracht und dann wird die Platte platziert. So, bis daher und ja, ich nehme euch dann wieder mit zum nächsten Schritt. Bis gleich. So schaut das Ganze jetzt aus, wenn es mit Kleber versehen ist. Und damit das Ganze dann auch dementsprechend nur ein bisschen verrutschbar ist und nicht gleich haftet wie verrückt, benetzen wir das Ganze auch nochmal kurz mit Wasser. So, einfach grob mit Wasser bestäuben. Hat einfach den Sinn, damit wir es dann oben auf dem Dach noch ein kleines bisschen bewegen können, ohne große Probleme. Und dann wird es fixiert, das Wasser dampft weg und dann passt alles. So, und weiter geht's im Text. So schaut das Ganze jetzt aus. Hier haben wir das jetzt sauber drauf. Er hat jetzt auch schon das Wasser schön rausgedrückt. Einmal kurz leicht andrücken. Jetzt ziehen wir dann die ganzen Bänder ab und machen die Kanten nur schön. Auch auf der Seite. Warum streichen wir die Kanten schön? Das hat für mich einen ganz wichtigen Grund.
dass zum einen keine Feuchtigkeit drunter gehen kann, die dann im Endeffekt irgendwann aufgefriert bzw. das Wasser gefriert und dann die Platte eventuell heben kann. Sicherlich die Wahrscheinlichkeit sehr klein, aber trotz alledem auch für die Optik werden die Kanten schön sauber gezogen und dann geht es weiter im Text. Dann kommt hier ein Stück Kabelkanal noch hin und dann wird der der Deckendurchlass noch verklebt und dazu hole ich euch dann wieder mit bei. Bis gleich. Und jetzt seht ihr ganz genau, wie das ausschaut. Wir haben es jetzt schon mal angeschliffen und geprimert entsprechend und das ist jetzt letztlich die fertige Dachdurchführung, wo jetzt das Kabel noch durchkommt und ja, dann die Abdeckung durch und das Kabel nach oben natürlich auch noch abgedichtet wird und das ist dann der nächste Schritt. Aber lasst euch überraschen, da hole ich euch wieder dazu. Bis gleich! So, und so schaut das fertige Produkt aus. Also noch nicht ganz, weil hier kommt ja nur Kabelkanal hin. Ich lasse jetzt das Ganze nur schön sauber trocknen werden. Das wird jetzt alles fixiert, dann bleibt er über Nacht drin stehen, damit das alles schön sauber abtrocknen kann. Und dann ist die Solarplatte im Prinzip schon fertig montiert. Der Durchlass ist sauber gemacht. Jetzt kommt dann innen die komplette Verdrahtung und hier nur der Kabelkanal. So viel zum Thema Solarplatte und jetzt wechseln wir ins Innere des Fahrzeugs.